Moin, hier ist Heini. Jetzt kommen wir zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich mein, sag schon, Bandschleifer. Ich wollte erst ein Band wechseln. Ich habe da noch so viele Bänder hier. Ich weiß gar nicht, was für eine das ist. Und zwar habe ich vor, das ist jetzt, was steht drauf? So was. Hundertachtziger steht drauf, glaube ich. Ich will das nicht ganz aufmachen. Und zwar möchte ich mein, ich wollte das wechseln, ich so, nee, bevor ich jetzt ein Band wechsle, werde ich jetzt mal eben mein Band reinigen. Und zwar gibt es dafür, das habe ich jetzt bei Amazon gesehen, so ein Stick. Und der ist von Silverline. Ich habe mir den ein bisschen größer vorgestellt, aber es kommt mir vor, wenn man einfach die Maße nicht richtig liest, ne? Ich schussel. Aber was jetzt angegangen ist, das ist mein Ventilator. Also mein 2000 Watt Heizer. Aber da kommt in den nächsten Tagen ein Video, wo ich hier meine komplett schöne Heizung installiere. Da habe ich was ganz Besonderes vor. Das kommt als nächstes. So, das ist so, wie so ein Gummi ist das so. Ne? So ein Klotz. Und damit reinigst du das. Das zeige ich euch gleich mal eben. Der ist jetzt klein. Der hat, glaube ich, 5-6 Euro gekostet. Ich will mal gucken. Ich habe das dann zu spät gesehen. Oder während ich bestellt habe, habe ich dann von Konterholz, kennt ihr natürlich auch die YouTuber, der hat das auch, der hat aber dann größer, klobiger größer. Ich verlinke euch das auch eben, könnt ihr ja selbst sehen, wenn ihr Bock habt oder so. Ich will mal testen, ob das wirklich funktioniert. Ich habe ja, wie gesagt, ich bin jetzt in meinen ganzen Schwibbögen hier am Bauen, ne, für meinen Shop. Und das schleife ich natürlich dann, mache ich immer grob, und das schleife ich natürlich dann immer damit. Aber hier, der ist jetzt dicht. Und jetzt will ich mal gucken, ob das hier mit richtig funktioniert. So. Als erstes, ich habe hier eine falsche Scheibe drauf, ich weiß das, das seht ihr hier schon. Ich habe das bei Amazon zweimal, da ist er, zweimal neu bestellt und jedes Mal soll es versandt werden von großen Internethändlern, den kennen wir alle, wo man so ein Gedöns kriegt. Und zweimal wurde das am selben Tag storniert. Nur Gott weiß warum. Ärgert mich, weil ich brauche das unbedingt, ne? Das ist ein Selbstkleben. Jetzt habe ich eben mit doppelseitigem Klebeband, ich hatte diese mit Löchern noch, die Scheiben, ist nicht das Richtige, ich weiß. Aber ich hatte zweimal die letzte Woche bestellt und zweimal wurde dann storniert. Ich kann nicht angehen, ne? Ärgert mich. So. Ich will mal gucken, ob das funktioniert. Ihr seht das hier, dass das hier also ein bisschen verstopft ist und so, ne? Und ich bin mal gespannt, wenn ihr das drauf macht. Müsst natürlich achten, dass die Kante auch ist, wenn er so läuft, dass die Kante nicht dagegen haut immer, ne? Also so ist sie richtig um. Ich wollte das nur mal erwähnt haben, nicht wenn ihr das Band wechselt und dann habt ihr das genau andersrum. Und wenn ihr am Schleifen seid, habt ihr die Kante jedes Mal davor, also achtet da drauf. So, ich bin mal gespannt. Ich mach dann mal an. Ich hatte mir die Maschine damals von Amazon auch gekauft für, ich glaube, 400 Euro oder so. Der hat richtig Wumms, ist 230 Volt, hat richtig Wumms. Aber hat so ein paar Mängel natürlich, ne? Und den kann ich hier nicht einfach schnell spannen, wechseln, sondern ich muss dieses, wo du den Band mit verstellst, losschrauben und dann kannst du das Gedöns erst wechseln. Umständlich. Das will ich auch demnächst im Rekord-Power haben, vernünftig. Ne? Ich will ergrünen haben. Aber solange muss ich eben hier mit. Und dann ein paar andere Schwachstellen, aber erzähle ich euch später mal. Ne? So, jetzt machen wir mal an und wir mal testen, ob das wirklich geht. Ihr seht schon, hier, ne? Ist aber wie gesagt, ein 180er, was natürlich auch etwas feiner ist, als kein 80er-Körnung. Jetzt mein Akkusauger dran, du. Und ist kein 80er-Körnung, ist 180er. Aber, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. Dann ist das hier schon so abgekaut, kann es ein paar Mal benutzen. Ich habe jetzt keinen Vergleich. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das wirklich geht. Ja,
Hätte ich nicht gesagt. Wie gesagt, das ist schon feiner. Schon wieder. Schon wieder. Das ist schon feiner, ne? Aber ist jetzt wieder richtig schön. Das klappt wirklich hier mit. Ey. Ich hab was Feines, du. Ich will mal den Runden immer. Wie gesagt, das ist jetzt, ne? Guck doch nicht drauf. Der ist nicht dafür gemacht. Ja, coole Sache. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das funktioniert hiermit. Das ist eine Lüfte. Hätte ich echt nicht gedacht. Cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne, das funktioniert wirklich damit. Und wie gesagt, ich habe ja ein paar Ersatzbänder jetzt hier, aber ich wollte mal testen, ob das wirklich hiermit funktioniert. Wenn sich das mit Staub und so alles dazugesetzt hat, mit Harz und Staub und so alles, ne, ob das denn auch wirklich da funktioniert. Und der hat jetzt, boah, so ein Teil hat er jetzt weg. Also konnte ein paar Mal benutzen. Und ich muss echt sagen, hätte ich nicht gedacht. Ich verlinke euch das aber nochmal von Konterholz unten drin. Das ist größer und länger. Ne? Kostet natürlich dann ein bisschen mehr. Aber ich denke mal, Konterholz hat auch Qualität. Silberlein, naja, viele kennen Silberlein, denke ich mal. Das ist also so günstig. Und ich weiß nicht, ob das kein Vergleich, wie das normalerweise ist, mit Konterholz. Ne? Oder andere Hersteller, gibt es genug Hersteller, könnt ihr googeln. Ich will jetzt nicht, sag schon, was sagen oder so, aber Konterholz kenne ich darum, weiß kenne ich einen YouTube-Kanal, darum habe ich gedacht, verlinkst den mal eben, weil der hat bestimmt Qualität. Ne? Aber muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich funktioniert. Ne? Ich weiß gar nicht, wie dieser Stift hier heißt. Ey. Ne? Wie so Gummi. Kann ich auch meine Schuhsohle nehmen? So fühlt sich das nämlich an, das werden wir mal testen. Aber cool, so ist das wieder sauber. So funktioniert das. Also dieser Stift hier, dieser Gummi-Dings-Reiniger für Bandschleifer funktioniert wirklich. Geile Sache. Ich verlinke euch das mal unten drin, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr mal gucken. Wie gesagt, der kostet jetzt 5 Euro oder so. 6 Euro. Konterholz, ich meine, der war 10, 11 Euro oder so. Ne? Von Bahn wäre dann auf jeden Fall. Ne? So, meine Lieben, das wollte ich euch kurz gesagt haben, weil ich wollte das im Schleifen. Ich will meine Schwibbögen weitermachen. Weil ihr, habe ich gesagt, jetzt machst du auch mal ein Video von, weil ich kannte das vorher echt gar nicht. Ne? Und vielleicht seid ihr auch so und kannte das nicht oder habt andere Tricks. Womit habt ihr das denn sonst gemacht? Oder habt ihr einfach so gleich gewechselt? Das interessiert mich mal. Könnt ihr ja gerne in den Kommentaren mal reinschreiben, wie ihr euer Bandschleifer sauber gemacht habt. Diese Bandscheiben. Oder habt ihr das gleich gewechselt? Oder macht euch die Mühe gar nicht? Weiß Mühe. Also das geht schneller, als wenn man hier das Band wechselt. Also bei dieser Maschine definitiv. Ne? Ja gut, okay, diese Maschine hau ich auch mal einen Link unten drin. Wie gesagt, bin ich nicht 100% mit zufrieden für Heimwerken und so. Also eigentlich reicht das aber. Ne? Erstens will ich einen grünen haben von Record Power. Und zweitens, die Auflage ist jetzt nicht so hier. Das habe ich richtig festgedreht und trotzdem ist er nicht richtig fest. Ne? Aber egal. So, meine Lieben, ich sorge in diesem Sinne ob in die Rinne. Bis dann. Tschüss.